Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder ein paar kleine Schnipsel mitgebracht. Das heißt, jede Menge kurzer Telefonate, die nicht für ein ganzes Video gereicht haben, aber zu schade sind zum Wegschmeißen und auf jeden Fall trotzdem den Unterhaltungsfaktor hochhalten. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen kleinen, vielen Telefonaten. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Lisa Bauer. Ich spreche bitte mit Lothar Tillerand. Ja. Sehr schön, Sie zu erreichen. Ich melde mich von den Plattformen, die Sie online geöffnet haben. Und ich wollte Sie kurz fragen, was für einen Betrag möchten Sie bei unserer Plattform neu starten? Wie meinen Sie das? Mit dem Minimaltrag oder etwas mehr zu versuchen? Na, wie meinen Sie denn das? Das stand doch kostenlos. Nein, das ist nicht kostenlos. Der Service halt aber auch nicht. Sie investieren an etwas, um mehr zu profitieren. Aha, aber da stand doch kostenlos. Leider nicht. Na doch. In der Werbung stand da kostenlos. Der Service ist kostenlos, aber nicht die Investments zu profitieren. Ach so, und warum steht das da nicht? Möchten Sie starten? Womit? Die Investment bei Bitcoin. Was habe ich davon? Sie profitieren Geld natürlich. Ach so, ja, dann ja. Der minimale Betrag ist 250 Euro. Möchten Sie starten? So viel? Ja, und das war's dann schon direkt zum Anfang. Wie man es halt gewohnt ist von den Betrügern. Als allererstes geht es erstmal ums Geld, nicht um die Kundenberatung oder erstmal irgendwas über das Produkt erzählen. Es geht einfach schlichtweg nur darum, dass ihr irgendwie was einzahlt. Alles andere spielt da keine Rolle. Und wenn man Fragen stellt, ja, dann wird direkt aufgelegt. Hallo? Ja? Wie ist Ihr Name bitte? Exquisite. Okay. Und Ihre? Ja, also man fragt nur nach dem Namen von der tollen Mitarbeiterin und dann ist es schon weg. Ja, also weiß ich nicht, was sie damit denn erreichen wollte, aber naja, so macht man sich auf jeden Fall keine Freunde am Telefon. Naja, aber umso besser, denn ich denke mal, nach dem Namen werden wohl viele Leute fragen. Also gerade die ältere Generation spricht ja gerne noch die Leute am Telefon mit dem richtigen Namen an. Ja? Ja, guten Tag, Herr Hausmeister. Hier ist der Keller am Apparat. Ich melde mich von dem Unternehmen Concept Club. Sie sind bei uns gerade eingeloggt. Ja. Wegen Online-Handel-Trading, ja? Mhm. Jawohl. Ich bin der Kontomanager, Herr Hausmeister, werde ich Ihnen dabei helfen, das Konto zu aktivieren, ja, damit Sie keine Schwierigkeiten kriegen. Bin ich in Schwierigkeiten? Könnte denn sein, ja. Warum? Was habe ich denn gemacht? Ja, normalerweise die Kunden kriegen irgendwelche technische Schwierigkeiten. Okay. Ist das ein Problem für Sie, dass wir die Hilfe anbieten oder was? Na, ich weiß ja nicht, was ich gemacht habe. Ich habe ja gar nichts verbrochen. Sie sind Herr Luis Hausmeister, ja? Ja. Aber Sie sind jetzt gerade auf eine Seite eingeloggt für Online-Handel, Trading. Und da habe ich was falsch gemacht? Tja, wie immer, man stellt einfach nur eine Frage und schon sind sie raus. Denn letztendlich hätte man ja diese Frage, also meiner Meinung nach, genauso stellen können, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Aber naja, er wollte mir halt scheinbar nicht antworten. Ja, aber wenn er das so haben möchte, besser für die Opfer. Sobald man da irgendwas fragt, sind sie wieder weg. Das war wahrscheinlich wieder einer von den Betrügern, die einfach nicht wirklich der deutschen Sprache mächtig waren. Obwohl das hier erstmal gar nicht so den Anschein gemacht hat. Naja, aber vielleicht hat er auch einfach nur keinen Bock auf Nachfragen gehabt. Das kann natürlich auch sein. Mein Name ist Martha Rich und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung für das Online-Handeln. Sie haben gerade auf unserer Werbung registriert, deshalb rufe ich Sie an. Ja. Okay, Herr Koch, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon irgendwelche Erfahrung in diesem Bereich oder das ist ganz neu für Sie? Nein, das ist neu. Okay, Sie haben nie mit Krypto und Aktien gehandelt? Nein.
Okay, Herr Koch, wie lässt wissen Sie, ja? Sie bekommen von unserer Seite ein automatisches Handelssystem, ja, Roboter-System. Und das bedeutet, dass Sie bei uns nicht allein handeln würden, sondern dieses System handelt für Sie, ja, Kauf und Verkauf eigenständig. Das ist und toll, ich bin nicht gerne bitte? Allein. Bitte? Ich sage, das ist toll, ich bin nicht gerne allein. Okay, wiederholen Sie bitte. Ich sage, das ist toll. Ja, das ist toll. Okay, Herr Koch, ja, wenn Sie Konto aktivieren, ja, Sie bekommen von unserer Seite auch Finanzberater, ja, große Unterstützung von unserer Seite und diese Person macht fundamentale Analyse, ja, und helfen und zeigen Ihnen, wie Sie Gewinne erzielen können, ja, in diesem Bereich. Herr Koch, einmal, obwohl alles automatisch läuft am Anfang, Expert wird für Sie alles einrichten und mal erklären, wie es läuft, ja, wie auf dem Finanzmarkt und wie es funktioniert, ja. Ja. Und damit können Sie bessere Ergebnisse, ja, in Ihrem Leben bekommen. Okay, Herr Koch, sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe, womit möchten Sie Ihre Transaktion aktivieren? Wir haben drei verschiedene Kontotypen. Erste ist 250 Euro, zweite ist 500 und dritte ist 1000 Euro. Wenn Sie in diesem Bereich ohne Erfahrung sind, am Anfang, ich empfehle Ihnen mit mindestens Startkapital beginnen, ja? Aber natürlich, das ist Ihre Entscheidung, womit möchten Sie Ihre Transaktion aktivieren? Ja, dann machen wir das so. Bitte? Das machen wir so. Was ist Ihre gewünschte Summe, Herr Koch? Das ist, was Sie gesagt haben. Bitte? Ja, das, was Sie gesagt haben. 250 Euro? Ja. Okay. Herr Koch, mit kleinster Summe können Sie monatliche Profite bekommen von 10-20%. Unser Interesse ist, dass Sie so viel Geld wie möglich verdienen, denn wir werden aus Ihren Gewinnen bezahlt. Wir bekommen von 2-3% von Ihrem Gewinnen, deswegen, das ist unser gemeinsames Interesse, ja? Wenn Sie profitieren, profitieren wir auch. Ja. Einfach Ihr Erfolg bestimmt unser Erfolg. Toll. Okay, Herr Koch, Sie haben mir gesagt, dass Sie Transaktionen mit 250 Euro aktivieren möchten, richtig? Ja. Okay, Herr Koch, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Benutzen Sie Kreditkarte oder haben Sie Onlinebank? Was ist das? Okay, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Benutzen Sie Kreditkarte, Visa oder Mastercard oder haben Sie Onlinebank? Ja. Womit können Sie Ihre Transaktion bestätigen? Mhm. Okay, welche Kreditkarte benutzen Sie? Eine silberne. Bitte? Eine silberne. Okay, hier gibt es schlechte Akustik. Was haben Sie gesagt? Ich sagte, die Kreditkarte, die ist silbern. Okay, Herr Koch. Ja? Sie brauchen Visa oder Mastercard oder Online-Banking. Mhm. Welches haben Sie? Das habe ich. Welche das ist? Visa oder Mastercard? Ach so. Ja, genau. Okay, Herr Koch, sind Sie unseriös? Vielleicht und ich, wir sollen diese Gespräche beenden. Tschüss. Ja, Betrüger. Ja, Wahnsinn. Also, sobald man nicht genau so mitspielt, wie die sich das vorstellen, ist man gleich unseriös. Naja, wenn sie der Meinung sind, aber es ist schon Wahnsinn, ne? Also, wie schnell die teilweise auch mittlerweile auflegen. Davon haben wir ganz, ganz viele Anrufe. Ihr merkt es ja, es gibt ja wieder eine ganze Menge an Schnipseln, die hier in kürzester Zeit zusammengekommen sind. Schon wirklich traurig. Hallo, ja. Einen schönen guten Tag. Hallo. Ich spreche mit Lilly Lips, ja? Ja, Lilly Lips hier. Okay. Ja. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung an. Oh, ja, Sie haben eine Registrierung gemacht bei uns. Ja, das habe ich gemacht. Okay. Ja. Beim so Access Capital Website, ja? Ja, genau, da mit den bunten Kerzen und so. Hallo? Ja, hallo. Hier ist Lilly Lips. Okay. Hallo. Sie haben eine Registrierung gemacht bei uns für Online-Handel, ja? Ja. Okay. Mit welchen Produkten möchten Sie Online-Handel machen? Was kann ich denn da alles nehmen? Access Capital Website. Ja, was kann ich denn da alles nehmen? Was? Was kann ich denn da alles nehmen? Ja,
Sie können ein Produkt wählen, ja, bei uns. Mit welchem Betrag Sie wollen starten Ihre Investitionen? Ja, hier ist Lilili. Oh mein Gott. Was denn? Also ich glaube, die Tante, der haben wir es richtig gezeigt. Die war fix und alle. Also habe ich zumindest so den Eindruck gehabt. Naja, machen wir mal weiter. Hallo, ich bin Dante Owl von Trade Finance Börse. Sie haben ein sehr gutes Potenzial. Flogigkeit zu gerade, haben Sie Erfahrung mit der Handlung? Wen wollen Sie ihn sprechen? Wann haben Sie gehandelt? Welche Erfahrung haben Sie? Wen wollen Sie ihn sprechen? Okay, wissen Sie, handelt man online mit Krypto? Haben Sie Info? Mit Intelligenz ist nicht so unbedingt, oder? Bitte? Intelligenz ist nicht so deins, ne? Okay, ein. Genau, und da legt man dann auch schon auf. Weil der Typ, der konnte tatsächlich nur ablesen, aber überhaupt nicht verstehen, was wir da gesagt haben. Das ist tatsächlich auch eher positiv zu werten, auch wenn es total nervt. Aber grundsätzlich sorgt das ja wohl dafür, dass die Betrüger definitiv ganz, ganz viele Chancen sich dadurch verstreichen. Hallo, Doc. Ja? Mein Name ist Dennis, ich bin Account Manager von Meteor Trade. Also ich habe bei uns gestern sich registriert. Ich hoffe, ihn möchten Sie sprechen. Vor ein paar Tagen. Tja, das sollte man auf jeden Fall am Anfang immer machen, wenn ihr angerufen werdet und die haben von Anfang an schon gar nicht euren Namen. Oftmals haben die wirklich nicht euren Namen und erfahren den erst so. Von daher fragt immer, wen die sprechen wollen, auch wenn ihr alleine wohnt. Das schützt auf jeden Fall davor, dass man erstmal rauskriegen kann, ob die wirklich euch meinen. Weil grundsätzlich meinen tun die euch sicherlich, aber es kann auch sein, dass die einfach auf gut Glück bei euch anrufen und versuchen, eure Daten zu bekommen. Und wenn man dann seinen Namen nennt, dann brauchen sie ja bloß noch mitschreiben. Gut, bei vielen ausländischen Callcentern ist es immer das Problem, dass sie den Namen eh nicht verstehen und einen sowieso nur beim Vornamen nennen. Naja, aber es gibt deutsche Callcenter, die genau so arbeiten. Gerade so mit Lottobetrug und Zeitschriftenbetrug. Die fragen erst die Daten ab während des Telefonats, tun aber so, als wäre es zum Beispiel eine Überprüfung und schreiben dann aber überhaupt erst mit, wenn ihr die Daten sagt. Grundsätzlich fragt also, wen die da sprechen wollen. Das schützt euch auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück vor einigen Betrug. Sie haben sich doch auf Bitcoins interessiert, richtig? Ja, wen möchten Sie ihn sprechen? Mit Luis Mais Corbendrea. Ja. Ja, macht das ist hier. Oder? Ja. Und wie ist Ihr Nachname? Sie haben ja nur Ihren Vornamen gesagt. Okay, aber haben Sie schon Erfahrung in solchen Bereichen, so im Handel? Nein. Ja, wieder richtig nett. Der Typ, der ruft an, stellt sich gar nicht richtig vor und macht damit sein Programm weiter. Und wenn man dann Fragen hat, dann kann er eigentlich überhaupt gar nicht antworten. Weil entweder hört er überhaupt nicht zu, weil er nur sein Skript da ablesen möchte. Ja, oder der versteht es halt auch einfach nicht. So ist es meistens in den ausländischen Callcentern. Dass die nur ablesen und, so auch nur das Deutsch lernen beim Ablesen. Aber die wissen überhaupt gar nicht, was sie da so überhaupt richtig vorlesen. Manche, die wissen vielleicht nicht mal, dass es Betrug ist, was sie da am Telefon tun. Naja, aber in Schutz nehmen tue ich hier auf gar keinen Fall irgendjemanden, denn meistens wissen sie sogar Bescheid. Und wie ist Ihr Vornamen? Wie ist Ihr Nachname? Sie haben nur Ihren Vornamen gesagt. Mein Name ist Dennis Dolch. Dolch, ja, okay. Ja. Gut, kann ich mir auch nicht schon geholfen machen. Machen wir mal weiter. Okay, also wir haben hier bei uns zwei Optionen. Die erste Option ist Personalanalytiker. Der macht halt selber Einkäufe, Verkäufe, analysiert ganzen Markt selber. Also wenn etwas in der Welt passiert, wie vor ein paar Wochen in Kasachstan zum Beispiel, der sagt natürlich, ja, jetzt Bitcoin ist runtergefallen, muss man halt einkaufen. Und so, die machen selber halt Analysen. Ihnen ist ein Bitcoin runtergefallen, wo ist denn hingefallen? Kryptowerten gehen sein. Aber das schmeißt man doch nicht runter, mit Geld spielt man nicht. Bitte? Ich sage, mit Geld spielt man nicht, das schmeißt man nicht runter. Also, Sie können niemandem das Geld zahlen?
die Trader verdienen halt, wenn sie verdienen. Ja, das ist schön abgelesen. Während diese Verkäufer, Einkäufer halt, die nehmen von Gewinn so 2-3%. Ja. Die haben richtig viele Kunden, deswegen, wenn die viel traden, die kriegen auch gutes Geld und sie verdienen auch. Aha. So, und zweite Option ist automatisiertes System. Das ist so ein Roboter, was man einstellen muss. Halt Anstellungen machen und dann tradet halt dieser Roboter selber. Aber Profit ist natürlich weniger. Warum? Das kommt drauf an, zum Beispiel der Analytiker, der kann selber alles analysieren und schon vorstellt, dass wenn Bitcoin ist, so stark runtergefallen ist, dann wird es in 2-3 Tagen, wahrscheinlich in ein paar Wochen, schon richtig, schon doppelt oder dreimal mehr kosten, oder irgendwelche Krypto. So, aber dann taucht ja ihr komischer Roboter ja nicht, wenn da der andere besser ist. Ja, Roboter, die machen kleine Einkäufe und Verkäufe, zum Beispiel mit Geldwert bei Forex zum Beispiel. Wenn Dollar ist runtergefallen so ein bisschen. Umschmeißen sie schon Dollar mit Geld rum. Ihr mit Geld, das soll man nicht umschmeißen, die hoffen nicht auf den Boden. Ja, mit Krypto geht's auch. Also das Gleiche. Ich meine, der Roboter macht nur kleine Einkäufe und Verkäufe. Wenn etwas ein bisschen günstiger geworden ist, dann kauft der Roboter das und ein bisschen teurer, dann verkauft und macht so kleine Einkäufe, Verkäufe. Deswegen Profit ist so bis 25% monatlich. Also erstmal 25% monatlich. Tja, das ist einfach nur wieder Betrug. Denn niemand kann euch das einfach so versprechen. Die Börse, die ist unberechenbar. Das kann sein, dass man da 25% verdient, ist aber unrealistisch und sehr, sehr selten. Aber bei der Börse gibt's halt niemals nie, da kann alles passieren. Aber grundsätzlich, alles, was er hier so sagt, hat ja schon wieder überhaupt kein Hand und Fuß. Er versucht, sich nur am Kopf und Kragen zu reden. So richtige Begründungen hat er eigentlich nicht. Und irgendwie, tja, soll das Ganze hier nur irgendwelches Lala auslösen und den Kunden ein bisschen, ja, bespaßen oder weiß ich nicht. Die denken sich scheinbar, dass es, umso mehr sie Blödsinn erzählen, umso professioneller klingt das alles eigentlich. Nee, so ist es eben nicht. Denn umso mehr die eigentlich erzählen, umso mehr fällt auf, dass die gar kein Deutsch können oder gar nicht so richtig wissen, was sie da überhaupt sagen. Denn meistens wird es dann richtig wüst, wenn sie richtig viel erzählen. Weil wenn einfach nichts mehr Hand und Fuß hat und nichts mehr zueinander passt. Ja, so ist es halt bei den betrügerischen Callcentern. Und bei Personalanalytika, so Durchschnitt im vorigen Monat, das war 43%. So, also Personalanalytiker halt schon, würde ich schon empfehlen, mit Personalanalytiker zu arbeiten. So, klingt interessant, oder? Was denn? Bitte? Na, was denn? Personalanalytiker meine ich. Ja, sind sie günstig. Aber der soll nicht mit dem Geld rumspielen. Was meinen Sie? Ja, so wie ich gesagt habe. Also, bei uns können Sie halt Ihre Zeit sparen, weil die Analytiker machen halt alles selber und Sie schauen Ihr Kontostand nach. Ja, warum klatschen die da im Hintergrund? Haben die alle enorme Waffen oder warum klatschen die da? Bitte? Warum die da alle klatschen im Hintergrund? Sag mal, bist du schwerhörig oder was? Ich kann Ihr Dialekt nicht so deutlich verstehen, deswegen. Na, ich spreche wohl sehr deutlich. Nu pass mal auf, Kumpel. Sonst werden wir hier gleich ganz unseriös am Telefon. Ja, ich rede ganz normal mit denen. Ne. Warum denn? Na, ich hab gefragt, warum die da klatschen, die Pfeifen da im Hintergrund. Weil die große Deal gemacht haben, deswegen. Ach, haben sie gerade ihn abgezockt oder was? Wir sind richtig viele da. Ja. Also, ich kann nochmal fragen, ob sie Interesse haben. Wenn nicht, dann habe ich andere Kunden auch. Ja, ich glaube, du bist ein bisschen dolle dämlich, kann man sein.
Hat er doch nur deine Scheißfrage schon mehrfach beantwortet. Ich weiß nicht, warum das in deine kleine Erbsenbirne nicht ringeht. Ich meine, mir ist ja schon klar, dass dein Gehirn nicht größer ist als das von der Kakerlake. Also nicht dolle groß. Ich meine, noch würdest du hier auch nicht anrufen. Aber ich sag mal, jedes Mal die gleiche Frage. Da wirst du doch bekloppt in der Birne. Ist das nicht langweilig, so einen Scheißjob die ganze Zeit zu machen? Sie sprechen richtig undeutlich. Nee, der Alte, ich spreche undeutlich. Sag mal, hast du eine Macke oder was? Schreien Sie bitte jetzt nicht. Mo, pass mal auf, du kleiner Klapsbaden, du. Ja, schreien nicht. Ja, ich schreie nicht. Was ist für ein Dialekt, können Sie mir bitte sagen? Das ist aus Sachsen. Und du? Von wo kommt dein Kakerlaken-Dialekt her? Irgendwo aus Ungarn oder aus der Ukraine? Hast du was im Mund, oder? Mo, ich glaube, dass du was im Mund hast, oder was? Ja, ich würde mal sagen, den haben wir wieder erfolgreich richtig schön überlastet. Der wusste am Ende gar nicht mehr, was er noch dazu sagen sollte. Aber naja, ihr schreibt es ja immer wieder in den Kommentaren. Schon lustig, dass die sich über einen Dialekt oder sowas lustig machen. Dabei können die nicht mal selber vernünftig Deutsch. Tja, und zuhören können die auch nicht. Naja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt gerne noch was in die Kommentare, was ihr so über die tollen Leute hier denkt. Am besten immer mit Zeitstempel, also die Uhrzeit, wo ihr gerade seid im Video. Dann braucht man nur draufklicken und jeder sieht, was ihr meint. Ja, wenn ihr wollt, hier ist noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf diesem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.